Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bus Simulator 18. Heute machen wir mal Folgendes: Wir machen die Sigwalden-Oakville-Route mit dem zentralen Omnibus, beziehungsweise verbinden die beiden Gebiete mit dem zentralen Omnibus-Bahnhof, machen eine neue Strecke, beginnen mit dem Zop. Jetzt ist es die Frage. Wir müssen einen Rundkurs nehmen, ne? Das ist Oakville, das ist Sigwalden. Na, dann nehmen wir die Oakstraße, das Oakville Zentrum. Sigwalden-Lachstraße und dann Sigwalden. Dann wird es wahrscheinlich dann so sein, dass wir hier lang fahren und da lang. Wobei, dann können wir eigentlich nochmal hier halten, dann haben wir noch einen Stop mehr und dann passt das auch. What? Wir fahren da durch, really? Durch den Old Town durch. Half full. Achievement unlocked, okay. Haben wir wahrscheinlich. Half full, okay. 50% aller Bus-Stops sind jetzt auf unserem Route Network. Wunderbar. Dann beginnen wir mal die Fahrt. Wir nehmen wieder die G-Klasse vom Citaro. Citaro G. In der Hoffnung, wir kommen da rum. Wenn wir da nicht rumkommen, weil wir fahren ja doch schon ein Stückchen in Old Town rein. Wenn wir es nicht hinbekommen, dann ist dem mal so. Dann müssen wir das Szenario dann demnächst nochmal neu fahren. Dann wollen wir mal. Türen. Öffnen, hinten drin auch oder innen drin auch. Dann sperren wir alles. Und das noch. Schalten wir das so um. Das passt, glaube ich, alles. Dann können wir vom Prinzip her auch losfahren, wenn wir den Motor an hätten. Ohne Motor geht er natürlich nicht. Wollen wir mal zum Zop. Und die ersten Fahrgäste aufheben? Aufheben vor allem. Ja. Keine Ahnung, es könnte sein, dass ich zwischenzeitlich eventuell Haltebruch 3, alles klar. Also ist. Ja gut, ihr werdet vielleicht davon nichts mitbekommen, aber falls ich es nicht geschissen bekomme. Wobei wahrscheinlich werdet ihr die Klingel hören, deswegen sage ich einfach mal. Es könnte gut sein, dass ich hätte gestern nicht so lange spielen sollen. Hi. Es könnte sehr gut sein, dass ich zum Teil irgendwie nochmal dass es klingelt an der Tür, weil Paket kommt, pipapo. Ach so. Augen klar. Klar. Dann gehen wir jetzt schon mal erstmal direkt hier, bevor wir gleich keine Zeit damit zu haben. Murmeln, 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 murmeln.
Irgendwann kriege ich das nicht mal mehr wie an Bord. Ja, das ist ja gerade echt eine Menge los. Also, Moment, wo ist das hier los? Ich weiß gar nicht. Das ist echt nicht mein Wetter. Ich verwirre mich gerade selber. So, ich bin mal gespannt, ob wir das hinbekommen, hier an der Grenze von Old Town rein zu, durchzufahren. Also, das ist ja doch schon etwas enger. Oh, was stinkt denn hier so? Also, es kann sehr gut sein, dass ich Schlaglöcher mitnehme, weil... Man wird langsam wieder blind hier. Aufgrund der Sonne. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Oh Gott, die Ampel ist rot, das habe ich gar nicht gesehen. Weil ich die Ampel nicht gesehen habe, habe ich sie gesehen. Geil. Aber das habe ich echt erst gesehen, als... Ja. Ich habe auch die obere Ampel gesehen, gar nicht das untere. Wie gesagt, die Sonne ist noch nicht wirklich rumgekommen und so weiter, aber... Es wird schon langsam wieder interessant. Von der Strecke her scheint es ja angemessen und angenehm zu sein. Wie gesagt, Schlaglöcher werden heute wahrscheinlich schön befahren. Oh, mein Bauch. Da ich sie einfach nicht sehe. Mensch, wir haben ja gerade einen richtigen Lauf, wir kommen richtig gut durch. Weil mittlerweile jetzt, wo, wenn wir gleich noch ein zweites Ding haben, dann kann ich auch von mir aus jedes Schlag mitnehmen, was ich Mist. Sehe. Ich habe vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt's eben Pizza. Ich habe das Schlag auch weiter links gesehen, also deutlich weiter links. Na gut. Dann können wir auf jeden Fall jeden Schlag auch mitnehmen. Das ist ja auch irrelevant, weil ja, zweimal war einmal zu viel. Vielleicht sogar zweimal. Schon verhalten die ja gar nicht, ganz vergessen. Nächster Halt. Da kommt gleich nochmal ein Schlagloch. Wahnsinn, wie viel Zeit wir haben. Nächster Halt, Augstraße. Heißt, wir können gleich ganz entspannt durch den Bus durchlatschen und gucken, ob wir noch Schwarzfahrer haben oder nicht. Scheinbar will hier keiner ein Ticket ziehen, dann gehen wir schon mal durch und fragen nach, kennen wir schon. Na klar, hier, hier. Was? Habe ich Ihnen schon gezeigt. Was? Ach so, hier. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen? Habe ich Ihnen schon gezeigt. Ja, ist ja gut, ich will nochmal nachfragen. Ah, endlich können wir weiterfahren. Zentrum. Wuhu. Jemand rüber? Nö. Nächster Halt, Oakville, Zentrum.
Wunderbar. Perfekter Simon, gute alte Position. War jetzt ja auch nicht allzu schwer. Sie blockieren die Tür. Was? Eine Fahrkarte, bitte. Wer blockiert die Tür? Wo denn? Da ist doch niemand. Gott, immer diese Trollkommentare, ey. Attack vor allem. Scheiß Tag. Und weiter geht's, meine Güte. Diese Rumtrollerei von den alten Omas, ey. Nächster Halt, Siegwalden, Lachstraße. Jetzt sind wir zu spät. Guten Service. Ja, ich auch. Eine Fahrkarte, bitte. Eine spannende Tagesfahrkarte. Kommt sofort. Danke. Bitte schön. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Tagesfahrkarte kommt sofort. Schön. Und geschafft. Habe ich schon mit gerechnet. Werden wir leider etwas länger stehen. Ich hätte schon vor den Blinker anmachen lassen, an Dings und so. Ich habe mit dem Gedanken gespielt gehabt, dass ich mich da hinstelle und direkt schon den Blinker auf rechts mache, damit ich gleich wieder los kann. Aber nein. Tschüss, Pünktlichkeit. Ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Nein, er ist schon wieder krank. Oi. Oh Gott, oh Gott. Es geht hier aber auch echt nie voran, ne? Muss man einfach mal sagen. Du kommst zur Party im alten Segel. Ist ja fast oder? Genauso schlimm ja. Wie in den ganzen Industriegebieten und Hafen und so weiter. Nächster Halt, Siegwalden. Aber gut, dann machst du nichts, kommt auch von rechts wieder alles. Oh, der fährt einfach, holy. Er macht's ja wie ich. No fucks given. Das wäre zero fucks given, ist ja die bessere Bezeichnung dafür. Oh. Lass mich durch, ich bin Arzt. Anders kommst du ja einfach hier nicht durch. Wir können ja nicht 10 Minuten Verspätung haben. Das sind ja jetzt schon 3 Minuten, was einfach viel zu viel ist. Ja, ich bin zu spät, ich weiß. Eine Fahrkarte, bitte. Oi. Verspätung. Au, fast ein Dollar zu viel. Ich brauche eine Fahrkarte. Fast ein Euro zu viel rausgegeben. Danke. Nächster Halt, Siegwalden, Lido. Von einem Stau zum nächsten, oder was? Das läuft ja mal wieder richtig hier heute. Oh, ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Ach komm, dann steigen wir mal aus.
Zeigt man auch Fahrkarten. Hier ist die Fahrkarte, klar. Kommen wir hier eh nicht voran. Augenblick. Ich dachte, ich hätte... Klar. Ah ja, du dachtest. Solltest du mal weniger denken. Und die KI hat sich scheinbar weggespawnt oder was auch immer. Sehr geil. Irgendwie fährt die ja rechts nicht, dann können wir einfach fahren. Ne? Das ist ja quasi Freifahrtschein im wahrsten Sinne des Wortes. Mehr oder weniger. Das lasse ich mir dann auch nicht zweimal sagen. Ich bin seit 5 Stunden wach. Weil seit 5 Stunden das fucking Paket da sein kann. Und das ist immer noch nicht da. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal in den Briefkasten gucken, ob da irgendjemand einfach nicht mal wieder geklingelt hat. Kennt man. Oh Gott, ich brauche eine Fahrkarte. Eine Wochenfahrkarte, sehr schön, natürlich. Danke. Warte. Und Abfahrt nach Siegwalden. Siegwalden. Müssen wir so jetzt schon sein. Hm, okay. Das ist wieder belastend. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Schlag noch hier irgendwo. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du bist eher wie so ein langweiliger Ende. Warum nicht? Aber hier vielleicht eins. Da war's. Ich hab's nicht gesehen, aber da war's. Da steht schon mal fest, dass es da gewesen ist. Das mit zu spät werden wir bis zur letzten Haltestelle auch wieder ans Gesicht geklatscht bekommen. Eine oder Fahrkarte an, bitte. Ja, ans Gesicht, ins Gesicht, ins Gesicht. Danke. Alle. Und weiter geht es. Was? Nächster Halt, Siegwalden, Lachstraße. Ist ja nicht so, dass, keine Ahnung, ne, also diese 30 Meter hätte auch sitzen bleiben können. Muss man einfach mal sagen, ne. Nächster Halt, Siegwalden, Lachstraße. Schneller, ich habe einen Termin. Schnauze. Ich denke, ich brauche mehr. Verzeihung für die Verspätung, aber es gibt Verkehr. Danke. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Einzelsammlergruppen 3. Danke. Schön.
Weiter geht's nach Oakville-Zentrum. Nächster Halt, Oakville-Zentrum. Dann haben wir es auch bald geschafft. Das ist die letzte Haltestelle, glaube ich. Nee, die vorletzte Haltestelle. Vom Zopf, wo wir wieder in der Haltegruppe 3 halten. Und ich habe sie mitgenommen. Ich kann nicht mehr ausweichen. Was stinkt denn hier so? Tschüss. Tschüss. Ich brauche eine Fahrkarte. Da kommt davor. Guck gleich nochmal, eine Fahrkarte da reingeworfen wurde. Bitte. Danke. Oh, und das triggert auch überhaupt erstmal hier, wie überhaupt kein bisschen rauskommt, ne? Man muss ja noch ein bisschen vordrängeln. Sieht gerade ganz gut aus. Hast du die letzte Folge... Dann will jemand hier jemand vorne was erfragen und dann von hinten kommt dann nein, ich Spoiler. Hier, bitte. Nein, warum sind so unfreundlich? Na klar. Hier, bitte. Klar. Na klar. Hier, bitte. Wunderbar, dann haben wir Ticket. Und weiter geht die wilde Fahrt. Nächster Halt, Oakstraße. 4 Minuten verschwindet. Der Kollege vor uns fährt da wieder. Er schläft da bald ein. Gerne überholen, ne? So ist also eine heilige Scheiße. Sind dann so langsam. Bis dann. Ich brauche eine Fahrkarte. Um es mal nett auszudrücken, warum dann so langsam? Danke. Bitte. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Woche, Standard. Danke. Sollen wir da sein? Ich glaube, wir werden mit werden Zeit raus und wir werden aber mit 1,5 bis 2 Minuten Verspätung jetzt da sein. Das call ich jetzt einfach mal. Wie gesagt, starte ich hier, weil ich safe mitnehme, weil ich nichts sehe. Und wenn ich sie sehe, zu spät sehe. Okay, da bin ich ja mehr als nur voll reingefahren in der Kurve. Oh, muss das denn sein? Aber was man... Oh, leck mich. Dass man jedes Mal anhalten muss. Dadurch verliert man halt wieder mindestens eine halbe Minute. Wenn man jetzt so bei dieser gerade bei der aktuellen Geschwindigkeit war, oder wie wir jetzt gerade gewesen sind, ist dann halt natürlich noch mehr. Können wir jetzt natürlich auch nicht vorpreschen mehr.
versuchen muss man möglichst dort zu halten, möglichst links zu halten. Und möglichst dort, wo es weniger Verkehr gibt, auf der Spur, aber wir sind ja auch schon gleich da. Anderthalb Minuten bis zur Meldung scheint doch ganz gut geschätzt gewesen zu sein. Die Ampel noch. Hoffen müssen wir hier. Ich glaube, den wir gerade ausfahren. Die Spur nicht gesehen. I'm sorry. Was auch. Warum. Was blinkt denn da auf der Karte? Warum blinkt da was auf der Karte? Muss ich das verstehen? Ui. Ich würde schon fast deswegen gerne hinfahren, mal gucken, was da ist, aber. Jetzt ist der Punkt woanders her. Was passiert hier? Man merkt die Halt, oh, der Halteboot. Man merkt der Zopf, der ist jetzt auch schon deutlich belebter als vorher. Vorher gab es da glaube ich gar keine Menschen, die sich auch hier einfach nur aufgehalten haben. Endstation. Bitte alle aussteigen. Dabei halten sich jetzt hier auch Menschen auf. Tschüss. Tschüss. Ah ja, da war ja was. Dann fahren wir mal zurück. Also die Links lassen uns immer vor, weil Busse Vorrang haben, wenn sie aus der Links kommen. Tür auf, alles aus und dann steigen wir aus und beenden die Fahrt. Wöchentliches Einkommen 28.089, okay. Das ist glaube ich nur für die. Nur, ja. War jetzt nur für die Fahrt. 278.000, geil. Geil, geil, geil. Das ist ja geil. Allein durch Werbung kriegen wir 17.000. Aber das ist schon ein ordentlicher Anstieg jetzt hier, ne? Hier sieht man so leichte Steigung, dann ist es eher relativ gleich geblieben und dann geht es wieder ordentlich bergab. Das war sehr gut. Das war eine gute Fahrt. Muss ich ja mal sagen. So, Streckenplan. Da haben wir jetzt auch. Meine Statistik, das war Strecke 16. Strecke 16, halt. Was hat Strecke 16 eingebracht? 17.000, geil. Dann wollen wir mal gucken, beziehungsweise dann wollen wir uns nochmal einen Bus holen. Nochmal einen weiteren Bus, nochmal einen Citaro Car kaufen. Den bearbeiten wir mit der. Werbung anwenden, dann holen wir uns noch einen Fahrer. Bewerbungen, wir nehmen diesmal ein. Aber oh, war denn das? Ein Ass war das, genau. Clement und Jeremias. Nehmen wir doch einen Profi. Da werden wir fast nur Frauen, ne? Xander ist wahrscheinlich keine Frau. Wir haben auch Männer dabei, dann.
nie eine Banane gegessen. Nehmen wir den. So, dann weisen wir auch hier mal den Fahrer. Weisen wir dem ganz mal den Fahrer zu. So, Citaro K. Und den Jeremiah. Wunderbar, haben wir das auch. Und dann sehe ich euch. Oh, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, sehe euch dann hoffentlich wieder, wenn wir uns dann wieder in die Todeszone wagen. Heute weniger Todeszone. Vermutlich fahren wir hauptsächlich. Es könnte gut sein. Wir fahren ja hier zum Port Ember dann, ne? Es kann sehr gut sein, dass wir halt hier rüber, dann über die Autobahn und dann ganz lange Autobahn fahren und dann hier erst wieder runter. Das könnte gut sein. Auf alle Fälle sehen wir uns dann wieder, wenn es dann Richtung hier, Richtung Port Ember geht. In der nächsten Folge oder einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.